So, wunderschönen guten Abend, ich bin jetzt nicht auch am Start. Ganz spontan reingegangen, Grüße gehen raus an Frankfurt, der Typ. Ich dachte, er castet hier das Game, aber einen Big Cast auf meinem eigenen Kanal mal zu haben, das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Erste Mal auch in meinem Leben, glaube ich, seitdem ich hier Counter-Strike caste. Ich gehe auch mal die Kiste ein. An alle natürlich willkommen jetzt hier. Bin natürlich direkt nervös. Heat, kein schlechter Gegner, würde ich mal sagen. Aber unsere Jungs werden wir mal mit hypen, versuchen wir mal mit zu gönnen, was sie so uns zeigen. Hyped! Crimbo, Faven, Kito, Tapsen. Oh Mann. Was ist hier los, Alter? Ich hab schon. Diesen Namen durfte ich noch nie aussprechen. Jedenfalls OMKs noch nicht. Ich bin sehr gespannt. Es ist Inferno und Best of One. Wir sind natürlich schon live mitten in dieser Partie. 9 Runden schon vergangen. 10. Runde ist durch. Crimbo und Co. sind auf der T-Side. Man hat anscheinend die Runde auch geholt. Also gleicht hier aus zum 5:5. Und willkommen an alle, die hier vielleicht reinschauen werden. Ich hoffe, ihr feuert die Jungs an. Ihr seid ready. Ich habe gar keine Information. Ich will einfach nur hypen. Ich will einfach nur ausrasten. Gucken, was die Jungs uns so zeigen. Welche Rangliste hat denn Heat? Platz 52. Wo sind Tick jetzt aktuell? Platz 16. Platz 16. Na klar, das hat natürlich nichts zu sagen, aber am Ende schauen wir mal, was passiert. Die Jungs sind heiß. Im Endeffekt, viele kennen ja das neue Lineup. Eigentlich alle, denke ich mal, deutsches bestes Team. Ich bin sehr gespannt auf Hype. Früher immer viel verfolgt, genauso wie Crimbo. Für mich zwei Jungs, mit denen ich schon einige Partien gesehen habe, wo sie noch in anderen Teams gezockt haben, bevor sie jetzt hier ins Academy bzw. ins Main Team gekommen sind. Und wie wir sehen können, ist es nur eine kleine Force bei Heat oder die paar Waffen, die man mitgenommen hat aus der letzten Runde. Und Big sollte das Ding eigentlich klar runterfahren. Vielleicht nochmal eine Information zur Banane einholen hier von Kito und dann ist da was drin. Aber ich glaube, man wird da nicht mehr reinlaufen. Wir sehen ja alle komplett, es geht Richtung A-Spot. Jetzt ist nur die Frage, lang, kurz. Sollte eigentlich das sichere 6:5 zu sein. 6:5, ohne Probleme. Ich hoffe, die Technik funktioniert. Einfach spontan rein. Und keiner meckert, weil kein Delay drin ist. Ich habe gerade kontrolliert, ob ich Delay reinmachen muss, aber Point of View wäre ja im Endeffekt der Spieler selbst, der streamt. Das könnte er nämlich auch machen. Wir haben ja hier ganz normal ein GoTV drauf. Die 90 Sekunden, das sollte passen. Ja, Roman R, willkommen. Ach, diese Stimme, ja, Felix. Ja, was soll man sagen? Grüß dich, mein Lieber. Und Grüße an alle, die reingucken, reinschauen. Werk von Promillo. Ich hoffe, funktioniert alles hier und nichts enttäuscht mich. Der Druck steigt, muss ich ehrlich sagen. Normalerweise ist ja alles kein Problem zu casten, aber so einfach aus dem Nichts jetzt hier so rein, ganz trocken. Ich hatte eigentlich vor, meinen Keller weiter zu basteln, ja. Hier, Faven sucht doch mal ein paar CTs, will ein bisschen fahren, ein bisschen Geld machen. Tapsen ist aber direkt bei ihm und der sollte ohne Probleme das Double machen. Und somit sind auch keine CTs irgendwie durchgekommen in die Runde Nummer 12, also gar kein Problem. Ja, dann gratuliere ich dir, Felix, auf jeden Fall. Nebenbei, dass du hier so einen schönen Key hast. Ich glaube, da wirst du viele Neider haben, die sich da gerne was mal angucken würden. An dem Bike Kirby streamt ja zum Beispiel auch. Und da gibt es ja ganz richtig viele Leute. Gibt ja doch ein paar Leute, die nicht unbedingt Profi waren. Gibt es ja einige Diskussionen auf Twitter. In diesem Bereich. Aber nun gut. Heat mit einer eigentlich fast Full Echo und Crimbo mit einem richtig schönen Brett gegen Yoko, aber na gut, was willst du auch machen? Du hast drüben eine Pistol, Faven. Ab in den Richtung Teppichganghaus. Gönnt sich auch den nächsten Spieler. Jetzt muss ich erstmal die Namen erstmal finden. Man kennt die ja wahrscheinlich alle. Ich bin so raus. Ich kenne nur die Big Jungs. Das ist so peinlich, aber egal. Ich glaube, ihr wollt eh alle nur Big gewinnen sehen. Guten Abend. Sehr gut. So muss es sein. Einfach nur Streams gucken. So ist richtig. Oh, da hat man ihn gesehen. Hey, nimmt sich noch einen mit. Also die Runde sollte eigentlich jetzt kein Problem sein. Nächste Runde geht es erstmal wieder richtig los. Heat an Waffen. Und Big auf dem Weg Richtung Halbzeit. Jedenfalls Sieg klar zu machen schon mal, wenn man es in Richtung 8. Punkt dann geht. Aber dann müssen sie erstmal dran vorbei.
Bin gespannt, gespannt. Makasin Lucky, ich hoffe, das ist richtig. Exercise die Joko. Ah, Joko, okay. Ich sehe den Namen. Ich sehe ihn. Jetzt sehe ich ihn. Und Real. Ja, ich hoffe, das ist korrekt. Vielleicht kann Roman er mehr sagen, es ist korrekt. Roman, du kennst doch bestimmt alle. Du kennst doch bestimmt alle Spieler. Auch live getroffen. Ach ja. Let's go. Rein geht's. Runde Nummer 13. Gucken wir uns mal ein paar geile Fraxers an von den Jungs. Erstmal geht ein bisschen Damage in unsere Richtung. Von der Utility. Nicht so schön. Aber oh, Joko mit diesem Frag durch den Smoke gegen Kito. Aber trotzdem direkt der Reflag von Tapsen. Somit haben wir den Ausgleich. Und weiter geht's. Die Banane hoch. Der Druck steigt für Heat. Denn die haben keine Kontrolle mehr über die Banane. Ist natürlich wichtig, die einzunehmen. Aber der AWP Hyped ist auch schon abgestellt. Holt sich Makasin. Und plötzlich ist es nur noch ein Spieler, der gute Lucky hier auf dem B-Spot. Und ich weiß nicht, ob er die Jungs aufhalten kann. Blick bleibt cool. Wartet erstmal ab. Natürlich liegt da noch der Smoke. Wir sehen's. Vielleicht will man auch, wer weiß. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man einfach nochmal in die Rotation geht. Einfach mal hofft, dass einer von den anderen Spielern von den CTs auf den B-Spot geht. Und dann denkt man sich, okay, wir rotieren nochmal. Aber es sieht aktuell nicht so aus. Sieht aus wie der Execute auf den B-Spot. Dann ist es Lucky im 1 gegen 4. Die Rotation von Exercise und Real, sie ist noch nicht vorhanden. Also sollte das kein Problem sein. Die werden dann safen gehen. Außer Lucky kann jetzt hier irgendwie einen ganz großen, glücklichen Zaubertrick raushasseln. Ich hoffe natürlich nicht. Tapsen ist schon unterwegs. Genauso wie an den Jungs. Faven close. Ah, pusht sich sehr drauf. Erwischt auch noch ein bisschen Lucky. Der hat nicht mehr viel AP. Bombe wird geplantet. Die Frage ist halt, kommt der noch irgendwie weg? Weil ich glaube, sie werden safe gehen. Wir sehen es auch schon bei den anderen zwei Spielern auf dem A-Spot. Sie sind weg, aber ja, Lucky wird hier nicht mehr rauskommen. Da ist kein Lucky, sondern ist einfach nur ein bisschen unglücklich für ihn. Man nimmt ihn komplett in den Mangel. Tapsen und Krimbo. Da gibt es noch einen Support-Flash, damit er irgendwie wegkommt, aber keine Chance. Und vom Geld her geht man auf die Jagd. Und mal gucken, ob man jetzt hier Real und Exercise finden kann. Aber die rennen einfach nur. Chillen so ein bisschen auf dem A-Spot jetzt. Mal gucken, ob man die beiden Waffen rausnehmen könnte. Das wäre natürlich wunderbar. Aber ich glaube, die wollen ja auch noch mal ein bisschen drum kämpfen, dass hier nichts passiert. Gucken wir mal. Raven und Tapsen kommen. Spiel und Zeit. Der erste Spieler, Tapsen, hat die gefunden, aber trotzdem ist der Spiel ihn. Die Waffen kommen durch. Trotzdem die Halbzeitführung für Big. 8:5. Irgendwie, danke für den Sub und danke für die ganzen Follows. Ich glaube, ich habe damals gesagt, alle müssen reinfolgen, um zu chatten zu können. Heutzutage weiß man ja nie mehr. Sorry dafür, aber als Streamer muss man sich mittlerweile ein bisschen schützen. Was man da alles für Zeug liest, kann ich jedem nur empfehlen, der selber sowas macht. Streamen. Selbst im Offline-Modus und so. Komische Sachen. Pause gecallt. Kommt, denke ich mal, von Heat. Wir sehen es, ein paar Granaten werden reingekauft, aber wirklich viel wird da nicht passieren. Man wird dann wieder sparen, wird wieder reinkaufen. Big sollte ja eigentlich das 9:5 klar machen und dann haben wir nur noch eine Runde und da bin ich gespannt, wie viel Heat machen kann. Sie werden wieder eine Waffenrunde haben mit der AWP und Co. Auch, denke ich mal, gute Utility. Aber so wie Big jetzt gerade die letzten Runden, die ich jetzt hier ein bisschen konzentrierter auch mal raufgucke auf das Spiel, das Ding runterspielt, gar kein Problem. Wenn ich habe vorher ein bisschen raufgeschielt, als ich noch alles eingestellt habe zum Stream. Da stand es ja erst noch positiver für Heat, ne, für die CTs. Bis dann Big jetzt reinkam. Also eigentlich weitestgehend gut gelaufen. Oh, jetzt gefährlich für Kito. Da sieht ihr ihn. Oh, ganz unglücklich. Wenn da die dynamische Smoke kommt, meine Lieben, von CS2. Wer weiß. Da würde man ihn nicht sehen. Aber da kannst du auch nicht mehr unbedingt in der Smoke verstecken. Oh, Giveaway. Das nehmen wir mal raus. Das ist alt. Danke dafür. Und gleichzeitig natürlich Love, Peace and Harmony ein bisschen im Chat. Seid lieb.
supportet die Jungs, hyped rein. Vielleicht kann ich euch noch irgendwie in der Pause, wenn wir in die nächste Runde kommen sollten hier und ich weiter natürlich mache, mal das Big-Logo reinhauen für den Chat, also damit die Follower, damit ihr alle ein bisschen Big-Logos in den Chat spammen könnt. Dann könnt ihr die Jungs supporten. Ich glaube, das ist ganz geil. Ich weiß gar nicht, wie die EM-Qualifier aufgebaut ist. Gibt es danach gleich nochmal ein Best of One oder geht es direkt ins Best of Three? Das muss ich gleich mal nachgucken. Exercise holt sich Krimbo, man verteidigt erstmal, Hyped ist ready, schießt ja einfach mal frech durch die Wand, gönnt sich den Gegner und dann ist es noch die eine MP on Side. Gar kein Problem. Was macht Joko? Der kommt von der Banane. Will er wirklich jetzt auch diese AK nochmal ins Spiel schicken? Sieht so aus, weil er denkt, 1 gegen 2 ist kein Problem. Mit 7 HP bin ich der Held. Und nehme mir die beiden Spieler raus, aber ich glaube nicht, dass da viel passieren kann. Oh, okay. Ich sag hier gar nichts mehr. Es ist Faven hier in diesem Moment. Im 1 gegen 1, aber 7 HP. Komm schon. Da darf nichts passieren. Faven, gönn dir. Der ist abgebrüht. Und das Ding sollte klar gemacht werden. Guck mal, Web ganz cool. Hört die Steps. Ja, der CT-Spieler muss alles suchen. Er hat keine Möglichkeit. Er hat keinen Diffuser. Schönes Ding. Sichert Faven die Runde für Big zum 9:5. So gefällt dir das? Ja, so gefällt mir das auch. Wenn natürlich das Team gewinnt, was man gewinnen sehen möchte. Ich weiß gar nicht, gibt es noch ein anderes deutsches Team? Ja, Sprout theoretisch, aber nur organmäßig, oder? Gibt es noch ein anderes Team, was aus der deutschen Szene jetzt drin ist noch? Ich glaube nicht, ne? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Hab jetzt nur Big gesehen und Sprout. Aber Sprout ist ja eigentlich ja nicht mehr deutsch. Da fiebert man natürlich noch ein bisschen mehr mit. Aber man muss ganz klar sagen, hier Joko gerade mit dem miesen Shot gegen Hype, das war schon echt eklig. Aber egal. Wie wir sehen können, wie vorangekündigt, war jetzt nochmal eine gute Waffenrunde. Utility ist okay aus Sicht von Heat, aber so wirklich überzeugend ist es dann nicht mehr. Man hat noch echt viel Zeit auf der Uhr. Nur noch 3 Smokes. Wenn man jetzt nochmal eine Smoke rausbaitet, da kommt sie auch von Lucky, dann ist erstmal was da, aber vom Timing her kommt auch der Gegen-Go von Big und dann nimmt man mit den Flashes Lucky raus, tapsen mit dem Frag, wundervollen Frag hier. Oh, Joko in der Smoke. Aber der macht nur einen Frag gegen Grimo, aber es ist ja bekannt. Man weiß auf jeden Fall, dass da noch einer ist. Joko mit noch einem Tapsen. Du musst jetzt hier carryen. Von hinten kommt auch noch der gute Real. Was macht Tapsen? Tapsen, wunderbarer Frag gegen Joko. Somit haben wir den Bombenplant erstmal von ihm. Oh, jetzt wird's echt krass. Tapsen und Hyped. Die beiden müssen regeln. Hyped verschießt. Jetzt muss er sich fokussieren. Noch 25 HP. Smoke nochmal ab. Oh, die AWP von hinten. Makassin macht den Frag gegen Tapsen. Und somit ist es nur noch Hyped. 22%. Hyped, mein Freund. Hyped, du kannst es. Den ersten hat er. Den zweiten. Links. Schade. Kann er nicht machen. Exercise mit dem Frag. Ah, Joko. Einfach insane, was er hier gerade auf dem B-Spot gemacht hat. Auch der Top-Fragger vom Team. Vom Gegner. Egal. 3 Runden Vorsprung. Ich denke, auf Entfernen 9:6 drauf zu spielen, ist vollkommen solide. Ich werde immer wieder belehrt. Das ist eine Terror-Map. Aber relativ even, sagen einige. 8, 7, 9, 6 ist, glaube ich, voll in Ordnung. Los geht's. Pause kurz vorbei. Es ging echt schnell. Beide Teams sind heiß. Beide Teams wollen weiterkommen. Es ist halt nur ein Best of One, was nicht so wunderschön ist, aber es ist halt so. Müssen wir mitleben. Und Big jetzt auf der CT-Seite. Pistol Round holen. Gegen Heat wäre natürlich was ganz Feines, aber so eine Pistol Round ist ja oftmals auch manchmal glückabhängig, ne?
guter Schuss gegen Kito. Mal gucken, was Hype machen kann. Hype einen nur mit dem Konter. Der A-Spot gehört direkt Heat. Und jetzt brauchen wir den Retake. Und Kapsen, Faven und Grimbo. Hoffen wir mal. Wir sehen jetzt nochmal richtig starke Klicks von den drei Jungs. Wird nicht so leicht werden. Support Flash und Grimbo für Tapsen und Faven. Man hier über kurz irgendwie eine Lücke findet. Makasin von oben. Gar kein Problem gegen Faven und Tapsen. Das ist nur Grimbo. Ja. Versucht nochmal sein Bestes. Aber auch hier Joko mit dem Frag. 9 zu 7. Und die Terrors. Die Verliert. Können hier auf jeden Fall dick reinkaufen. Die Frage ist halt, wird Big forcen oder nicht? Persönlich natürlich lieb immer den Oldschool Way, so ein bisschen mal nicht forcen. Und nächste Runde dann lieber 5M4s kaufen. Aber mal gucken, was für ein Style hier gecallt wird. Big entscheidet sich. Ah, okay. Manchmal gibt es ja auch ein Insta bei den letzten hundertstel Sekunden. Ja, wir sehen die Full Echo hier von Big. Somit gibt es nächste Runde, denke ich mal, 5M4s. Oder nochmal eine Echo mit ein paar Pistols und dann beim Stand von 9 zu 9. Oh, wer ist denn da gedroppt? Ja, göttlich. Kann man auch mal, das kann man mitnehmen, oder? Das nehmen wir mit. Jetzt, ich sag's euch, der Moment wird resettet, ist die Frage. Aber der Moment ist, glaube ich, der beschissenste, den man haben kann. Jetzt hast du natürlich so ein Problem hier. Klar, Fair Play einerseits. Aber ist die Frage, wird es zurückgesetzt? Wahrscheinlich. Ansonsten kann ja auch sein, dass man weiterspielen muss. Jetzt wahrscheinlich wäre es so gewesen. So, hätten wir mal doch reingeforst. Dann hätte man nämlich jetzt eine gute Chance, ne? 5 gegen 4. Ey, wird zurückgesetzt, oder? Nehmen wir nicht. Ja. Alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Sonst würden die ja die anderen Jungs ja schon längst angreifen auf der T-Side. Stevie, grüße dich mal lieber und gar kein Problem. Nehme ich ja gerne mal mit. Ich muss ja auch ich muss Danke sagen an euch, dass ihr alle so reinfolgt. Und so viele Zuschauer dann auf dem Kanal. Muss man ja, macht ja Bock, die Jungs mal zu casten. Ich caste sonst immer andere deutsche Teams. Weil meistens ist ja Frankfurter Typ immer derjenige, der die castet, die Jungs. Ich hätte nicht gedacht. Also ich wusste nicht, dass heute niemand dieses Spiel überträgt. Was ein bisschen schade ist natürlich. Jetzt habe ich einfach gesagt, komm, spontan gehen wir rein in den Qualifier. Und schöne Zuschauerzahlen zu haben, nebenbei noch, neben einem geilen Cast. Wer weiß, aber Cast ist Geschmackssache. Ich bin eher so ein Hype-Caster. Bei mir wird es sehr laut und vielleicht kann ich euch damit mitnehmen. Und ihr habt Bock drauf. Mal gucken, ob ich hier jetzt Emotes noch reinhauen kann. Oder sind die schon voll? Ne, ich habe sogar einen freien Slot. Guck mal, ich habe den sogar vorbereitet schon. Mal gucken, was ist jetzt los? Für den alten. Kann man den nicht machen? Hier aktiviere ich jetzt einen alten Emote. Kann ich meinen Crosshair-Code posten? Ich habe keine Ahnung von den Dingen. Das ist jetzt Standard-Config. Tut mir leid. Ich bin kein. Das ist. Irgendwas. Standardmäßiges. Standard CSGO. Mir ist sowas nicht existent. Ich habe keine Ahnung von der Technik. Passe nur. So, jetzt muss ich mal gucken. Alex Moom. Alex Mom, danke für deinen Sub, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke für den Support. Ach doch, da. Ah. Aha. So,
Jetzt sollte es möglich sein, meine Lieben. Mit natürlich leider mit dem Kürzel Albi davor, aber ich müsste mal nachgucken. Vielleicht müsst ihr F5 auch drücken. Könnt ihr jetzt Big Emote posten? Als Follower. Ich muss mal F5 drücken. Ja, Crosshair-Wechsel braucht man ja sowieso allgemein nicht sowas, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich glaube, vieles ist heutzutage auch viel Einbildung persönlich gesehen. Wenn ich überlege, zu meiner Zeit, ich bin ja doch ein bisschen älter, keine Ahnung, da hat man mit FPS 101 gespielt und dann hat man konstant seine 100 FPS gehabt, das war gut und dann alles andere Jacke wie Hose halt, ne? So. Ich hoffe, das passt vom Logo her. Könnt ihr als Follower reinhauen. Alle posten. Da könnt ihr wenigstens ein bisschen Big Guest gleich im Chat supporten, wenn ihr Lust habt. Aber wir sehen eine längere Pause. Also scheint er doch mehr problematisch, also noch mehr Probleme zu geben anscheinend. Wobei, das erzähle ich. Na klar, ist eine Pause, weil man muss das Match ja restarten. Das gibt's ja auch. Mal gucken, wir werden jetzt live sehen, was hier der Coach der hinten macht. Big müsste jetzt eigentlich auch 9 stehen. Ne? 9-7 müsste es immer noch stehen. Und nicht 10-7, also der Punkt ist auch nicht korrekt. Und ich denke mal, es wird gleich aktualisiert. Also nicht wundern, Big hat 9 Punkte, meine Lieben. Und Heat 7, die haben die Pistol Round gewonnen. Die Big-Jungs gehen wahrscheinlich in die Full-Echo rein. So war es jedenfalls gerade eben. Und Heat wird komplett reinkaufen. Und ja, wir sehen es ja auch. Real war raus. Er ist wieder da. Alles restored. Ich glaube, oben die Anzeige wird sich erst dann aktualisieren, wenn wir in der nächsten Runde sind. Wie geht das mit dem... mit dem Big Smiley, mit dem Emote. Dann einfach meinen Namen reinschreiben. Albi1985, alles klein aber. Und dann Big am Ende hinten dranhängen, aber BIG groß. Müsstest du auch unten im Chat sehen, da gibt es ein Smiley-Symbol. Da müsste man eigentlich auch was auswählen können. Wenn du es nicht auswählen kannst, musst du einmal F5 drücken, um den Browser sozusagen zu aktualisieren, weil ich habe es erst gerade wieder hinzugefügt. Und dann könnte man das ein bisschen. Da kann man da ein bisschen Action machen. Nee. Das wäre schon korrekt. Und zwar ist richtig. Und zwar ist richtig. Ist ja kein Problem. Siehst du, oben ist jetzt auch alles aktualisiert. 9-8 haben wir jetzt, nicht die 10, wie gerade eben noch zuvor. Und Big macht sogar wie ich vielleicht schon vorher vermutet habe, man geht nochmal in so eine kleine Force rein, aber mit dem Polster aus der Runde zuvor und dann mit voller Utility, AWP und Co., denke ich mal, reinzustarten dann in Runde Nummer 19. Und ab dann muss es halt dann heißen, let's go! Auf geht's jetzt, genau, so ist es richtig, schön reinspammen. Ich glaube, Emote, also man kann ja auch ein paar Emotes reinballern. Das ist kein Problem. Wir haben jetzt CZ hier bei Tapsen, aber auf dem B-Spot mit Kito zusammen. Da ist halt nicht viel los. Die Grundlinie wird wahrscheinlich gleich bespielt und da könnten wir vielleicht ein bisschen Glück haben hier aus Sicht von Big. Raven hyped und Krimbo sind da. Vielleicht sehen wir jetzt gleich eine richtig, richtig coole Aktion, eine richtig geile Frags aus Sicht von Big. Ich würde mich extrem freuen, wenn es hier abgehen würde. Bisschen Shepard, die Smoke. Super, steht los. Man blockt gut. Faven mit dem ersten. Faven mit dem zweiten. Schöne Double Frags von ihm. Oh, was für Damage gegen Makasin. Diese Runde fatal für Heat gerade. Plötzlich aggressive Push auch hier in der Banane. Tapsen schon close vorne, falls sie rotieren wollen. Eine kleine Falle gestellt. Was für ein starker Double Frag, meine Lieben. Faven gönnt sich. Kriegt Schaden, zieht sich aber wieder zurück. Also auch super gut gelöst erstmal. Und wir haben nur noch 30 Sekunden. Ich glaube, Heat wird safen. Ganz ehrlich, die Bombe ist weit weg. Die gehen safen. Tapsen geht deswegen auch aggressiv. Dieses Set des Timings des Todes. Oh mein Gott, wie bitter.
Wie bitter, die AK for free. Big könnte hier gerade einen riesen Schritt nach vorne gemacht haben, um die nächste Runde zu erreichen. Ganz, ganz starke Performance. Oh, hat es geschmeckt. So macht doch Counter-Strike Spaß für das Team, für was man castet. Läuft. Hey, Marc ist auch schon Start, Alter. Es ist passiert. Ah, Krimbo kriegt sogar noch Lucky. Und es tut... Oh, ich glaube, es war sogar nach der Zeit. Oder? Nee, war nicht nach der Zeit. Schade. Lucky hat 3-8. Kirby! Danke für den Raid und Grüße an alle CS2-Fans, die gerade bei Kirby reingeguckt haben. Und willkommen hier im EM Open Qualifier für Europa, dem ersten von zwei. Wir sind im Tag 2. Big ist unterwegs gegen Heat hier auf Inferno im Best of One. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran, vielleicht mit zu hypen für Big, für die Jungs. Dass sie sich hier vielleicht direkt qualifizieren. Close Qualifier. Das wäre doch mal was echt Feines. Hey, wenn man den Cast nicht kennt, normalerweise sind wir zu zweit. Der gute Paddy und ich zusammen sind immer am Casten. Aktuell eher weniger. Jedenfalls auf meinem eigenen Kanal. Aber nur gut. Palp, mein Bester. Grüße, mein Lieber. Gar kein Problem. Gar kein Problem. So, die Jungs von Big sind voll eingeladen. Tapsen hat so wie gar kein Utility mehr. Alles schon rausgehustelt. Oder ihm wurde alles hingeschmissen. Oder er hat alles weitergegeben. Wie auch immer, habe ich nicht mitbekommen. Ansonsten, die AK ist da. Wir haben die AWP. Wir haben eine Galil. Man hat richtig viel Geld eigentlich schon auf dem Konto. Obwohl man eigentlich jetzt gerade hätte niemals diese Force Buy oder diese dritte Runde gewinnen dürfen. Eigentlich. Aber wahrscheinlich hätte Big... Wäre Big als Terror unterwegs gewesen, hätten wahrscheinlich alle rumgehatet. Diesmal ist natürlich geil, ne? So ein Moment ist immer geil, wenn dein Team mit Low Weapons ein anderes Team zerlegt. Mit den geilsten Waffen überhaupt auf der D-Side. Das schmeckt dann besonders, so ein Sieg. So eine Runde nimmt man gerne mit. Und die muss jetzt Big einfach super ausspielen. Wir sehen ja auch schon Raven mit der kleinen Kontrolle auf dem A-Spot. War lang, schöner aggressiver Boost direkt hier mit Hype und Grimbo. Schönes Timing. Makasin fliegt und man geht aber trotzdem Richtung B. Und da müssen Tapsen und Kito jetzt hier Feuer zeigen. Tapsen, todesblind und angeschossen. Kito unentdeckt. Jetzt Kito muss sprayen. Kito macht einen. Oh, beim Runterdroppen kriegt er den Knick ins Gesicht und man ist on site. Aber wir haben das 3 gegen 3. Der Retake machbar auf jeden Fall. Utility-technisch haben wir halt nur leider 3 Flashes. So viel ist es nicht. Die Fuse-Kit haben wir aber 2 Stück. Ja, okay, wie es aussieht. Ist doch safen. Okay, man saved, schade. Weil man wahrscheinlich mit diesen 3 Flashes nicht mehr so viel machen konnte. Man kann jetzt nicht irgendwie was ausschließen. Man kann nicht in die eine Ecke eine Molo reinwerfen. Aber das ist nicht so schlimm. Wir haben halt eine Runde geholt, die wir hätten gar nicht holen dürfen. Theoretisch. Und von dem Aspekt ist alles im Grünen. Es steht 10 zu 9. Wir haben nächste Runde trotzdem Waffen. Faven kann droppen. Tapsen kann selber kaufen. Und utility-technisch sollte es auch dann alles da sein. Wir haben die 2 Defuse-Kits. Wir haben die AWP. Ja, also nächste Runde wird steil gehen. Also rein chatten, Daumen drücken für Big. Die Runde ist natürlich sehr wichtig jetzt natürlich, um Geld aufzubauen. Heat keinen Spielraum geben. Also reinfeiern. Genau, Speedy, so ist es richtig. Immer schön rein. Udel auch am Start. Grüß dich, Kirby. Juhu. Raid Leader, danke für den Raid. Ey, wenn ich jetzt einen Shoutout machen könnte. Irgendwann mache ich es auch sowas. Grüße gehen raus. Sorry, Grüße. Ja, drüben hat man natürlich die Waffen. Natürlich jetzt die AWP bei Makasin. Der Rest ist auch alles klar. Utility, AKs bei Heat sind vorhanden. Big. Ja, relativ passiv, sage ich jetzt mal. Die Bananenkontrolle wird angespielt, was auch sehr wichtig ist. Die zu haben ist gut. Kito, ja, auch hier gut reagiert sofort. Nicht die Utility umsonst rauszuschmeißen. Eine ganz tiefe Granate, die trifft aber leider gar keinen. Weil man schon doch sehr weit vorne ist. Aber ich denke, gleich wird eine Smoke kommen. Für die, na, für den vorderen Teil von der, vom, genau, von der Banane. Da ist sie auch hier geworfen. Von dem guten Tapsen. Und somit hat man eigentlich die Kontrolle für die Banane. Vielleicht noch nicht tief genug in dem Fall, dass man rüber rotieren kann. Aber wir sehen schon Tapsen, ne? Ne, kauft sich noch, holt sich, hebt nochmal eine Utility auf. Wahrscheinlich liegen da, wie man es halt so kennt, auch aus anderen CSGO-Spielen, immer die gesamten Smokes von den gesamten Teammitgliedern. Aber mal schauen. Jetzt vielleicht ein aggressiver Play.
Ja, hier haben wir ja schon. Hype ist ja schon auf der Grundlinie, deswegen. Das wäre der aggressive Play, den ich gerade meinen wollte. Deswegen auch die Rotation von Faven Richtung B. Das ist wunderbar, was Blicky gerade spielt. Sind gut dabei. Und dieser Go jetzt. Hat man auch eine Mollo irgendwo? Leider nicht. Aber der Boost ist gut. Kito Anti-Flash gestellt. Kito ist dabei rausgenommen. Schöner Frack hier von Faven. Faven mit dem Double. Und der hält die erstmal auf. Und Tapsen ist noch unbekannt. Tapsen und Zeit. Möglichkeiten bestehen. Man weiß, es sind zwei Spieler da gewesen. Faven mit dem nächsten Brett. Der holt sich hier die Frags. Noch von Tapsen. Der macht gar nichts. Faven mit dem 4K. Und wir sind bei Tapsen drauf. Weil ich dachte, der kann viel machen. Faven wird hier gebaitet. Aber dann ist es nicht das Ace für ihn. Trotzdem, der Plant geht durch. Man pusht durch bei Krimbe. Man muss natürlich das machen. Und man holt die Runde. Schade. Aber Faven, richtig starke Performance. Natürlich immer im Zusammenspiel mit seinen anderen Jungs. Die haben auch dazu beigetragen, dass er da ausrasten kann. Aber das, da waren die Dinger einfach im Gesicht. Wenn man einmal selber einen Controller macht. Da habe ich auf Tapsen vertraut. Der soll immer eine Legende sein. Und heute ist es Faven. Verdammt. Schöne Runde. Schöne Runde. Damit schickt man Heat. Na, ja, weiß ich gar nicht. In der Forceball, denke ich mal, ganz klar. Geldtechnisch sieht es ganz gut aus, aber die werden ein paar Pistols reinhauen. Vielleicht die Hero Car bei Joko. Könnte möglich sein, ist ja so der neueste Style, aber in der Matchpause ist wieder da. Vielleicht bereitet man sich auch wieder nochmal kurz. Aber ich glaube eher technische Probleme auf Seiten von Heat. Nach diesem einen Job von Real könnte es wieder sein, dass er rausgeflogen ist. Nicht so schön. So, Farben. Ja, okay, tut mir leid. Das mache ich wahrscheinlich immer falsch. Nimmt mir es nicht übel. Seid nicht böse. Farben, ja? So? Verdammt. Ich sag immer Faven. Ich habe immer Faven genannt. Also Deutsch aussprechen, ja, oder was? Ich bin ganz schlecht in so Namen und Aussprache direkt. Wenn man die nicht mehr vorher einmal sagt. Schriftlich gesehen, sage ich jetzt mal, es ist immer schwierig. Oh, aggressiver Play von Farben. Wenn es jetzt richtig ist, muss ich sagen, das nimmt mir ganz, mein ganzes Momentum. Die Jans. Dankeschön, Johnson. Aber du hast trotzdem meine Frage nicht beantwortet. Heißt es jetzt Farben? Wie du es meinst? Jansen, du hast meine Telefonnummer. Schick mir mal eine WhatsApp, wie es ausgesprochen wird. Du bist doch sein Bruder. Du hast dich auch selber so im Qualifier genannt. Let's go. Ich bin der Meinung, bei englischen Cluster sagen die es auch so, oder? Aber ich will mich sowas jetzt nicht aufhalten. Ich will mich auf das Spiel konzentrieren. Das verzeiht das, wenn ich jetzt Faven wahrscheinlich weiter sagen werde. Ich finde es auch gerade ein bisschen knackiger, muss ich sagen. Aber ja. Oh. Wir haben natürlich jetzt hier einen 1-1-Trade. Taps, eine schöne Granate. Die trifft richtig gut gegen Joko. Jetzt geht man hier auf den A-Spot, aber steht man zu zweit. Krimbo noch mit einer Mollo zum Aufhalten, über kurz zu gehen. Tapsen ist ready für den Push jetzt hier aus dem Teppichgang. Tapsen im Gesicht bei Exercise. Der kommt noch ein paar Übungen machen. Krimbo aus dem Pit mit einem, mit zwei. Was für ein K.O.-Schlag gegen Heat. Jeder von beiden kriegt hier die Double Frag rein. Und sie nehmen sie auseinander und machen das 12-9 raus. Sehr stark. Okay. Also Faven ist okay. Ich denke auch, er heißt Faven. Dann passt es ja. Dankeschön, Babus. Ich bleibe bei Faven einfach. Ich finde halt auch gerade so, Farven wäre halt, ist ja, jeder kann sich aussuchen, wie man will, aber ich, aus meiner Caster-Sicht jetzt so, so Hype finde ich halt Faven so, ist frisch, weißt du, wie ich meine so? Faven rast, und dann bei Farven ist so langsam. Aus meiner Sicht. Schönes Ding auf jeden Fall. 12-9, man ist ready, man ist vorne. Hier mit Hauskontrolle, Krimbo einfach. Mein kleiner Krimbi. Geil, der Damage hier. So gut, wie er ausrastet. Richtig, richtig stark. Krimbo im Main-Team auch zu sehen. Für mich echt
eine schöne Sache. Krimbo rotiert, macht den nächsten Frag gegen Real. Neben ihm. Wer ist eigentlich neben ihm gerade? Ja, es ist Faven. Der nächste Start. Hyped. Trifft jetzt auch. Mit in der kleinen Lücke. Gar kein Problem. Genau, der kleine süße Krimbi. Für mich ist der kleine süße Krimbi auf jeden Fall. Ich kenne ihn schon seit er 16 ist. Der GSH kennengelernt damals. Mit Prosus und Devran. Wer die ein bisschen verfolgt hat. Von den drei ist halt Krimbo jetzt im Main-Team. Aber alle anderen hat man auch damals in Big Om Academy gesehen. Da sah Krimbo, ey, ganz anders aus. Heute gestandener Mann, ey, der Junge, der hat sich so krass verändert. Nicht nur im CSGO, sondern auch so persönlich. Richtig, richtig stark. Übelst krass. Ja, und ich würde sagen, wir brauchen dazu nicht mehr viel zu erzählen. Das Ding ist durch. 13-9. Lucky und Maka sind, wollen wahrscheinlich safen gehen. So sieht's auch aus. Wir haben den nächsten Punkt, meine Lieben. Wir haben den nächsten Punkt. Kommt danach nochmal weg, Fury? Ich denke schon. Warte mal, ich gebe euch mal hier den Link dazu. Vielleicht kriegen wir das hin. Und zwar Liquidpedia natürlich. Kann euch da gut helfen. Immer ganz nice eigentlich. Der Open Qualifier 1. Da kann man das mal hier sehen. Ich glaube, die spielen heute alles aus. Hier, da ist der mal der Link. Und ich glaube, heute wird alles, alles ausgezockt. Es müssten jetzt noch zwei Runden sein. Jetzt kann man aber nicht, ich weiß jetzt nicht ganz genau, weil es dazu keine Infos gibt. Deswegen müssen wir uns dann wieder für genauere Infos, da ist natürlich dann immer meistens HLTV besser. Ist immer doof. Von einer immer wieder hin und her. Wir gehen mal bei HLTV rauf. HLTV, lass mich lügen. Da müsste dann auch der Baum sein, wenn man darauf geht. Ich schau gleich rein. Und da steht dann, glaube ich, auch drin, dass das eventuell ein Best of Three ist. Ah, doch nicht, sieht man nicht. Sieht man nicht, ob das ein Best of Three ist. Die nächste Runde. Doch, hier Play of Single Elimination, Double Elimination, Best of Three. Also, ja, wie auch immer. Da müssen wir wahrscheinlich genau reingehen. Oder Roman Erst im Chat. Der kann es vielleicht auch beantworten. So, hier nochmal der andere Link. Roman Erst ja sowieso am Start. Ob ich auch offizielle... Nee, von großen Turnieren nicht. Ich bin eher theoretisch ein kleiner Caster. Aber ich bin der Maincaster von den Epic Dudes. Da bin ich unterwegs. Vorher war ich bei Unicorns of Love. Der Maincaster sozusagen. Und wir übertragen halt die Spiele halt hier aus der ESEA. Oder solche Qualifier könnte ich übertragen. Hätte ich auch immer zu übertragen. Alles, wo keine offiziellen Turniere sind. Weil die offiziellen Turniere haben halt ihre eigenen Caster und ja. Beworben habe ich mich mal so einmal, aber es ist schon ein paar Jahre her und da hat es halt nicht geklappt. Und wie gesagt, es ist halt, Cast ist immer Geschmackssache. Der eine mag analytischen Cast, der eine mag Hypecast, der eine mag beides in Kombination. Deswegen eigentlich mal sind wir halt, wie gesagt, zu zweit. Da sind wir eigentlich dann eigentlich, ja, mein Kumpel ist jetzt auch nicht gerade der analytischste Typ so. Jetzt ist jetzt kein Profi, Ex-Profi-Spieler oder sowas, aber ich denke, es ist in Ordnung. Meistens ist es ja schon ein Vorteil, zwei Stimmfarben zu haben und dann einfach vernünftig abzuliefern zum Cast. Wie gesagt, ich bin eher so der Hype-Typ, der gerne ausrastet. Aber deswegen. Wenn es eben stört, macht den Sound aus oder macht ihn leise. So sieht es bei mir aus. Sprout ist raus. Alter, entschuldige mal hin hier. Trotzdem, deutsche Orga. Wäre auch cool gekommen, wenn die weitergekommen wären. Why not? Why not? Ja, ja, das nächste Spiel auf jeden Fall, im Anschluss ist es auf jeden Fall. Geht direkt weiter. Wir haben vielleicht 10 Minuten Pause oder so, je nachdem, wie schnell die anderen Jungs sind. Aber der Punkt ist halt, ob es Best of 3 ist schon oder Best of 1. Oder das Entscheidungsspiel erst nur im Best of 3 geht. Weil irgendwann muss man ja auch ein bisschen was halten. Oh, die Kontrolle, Kito, der wichtigen Molo jetzt hier. Der muss jetzt hier auf Zeitspiel, Rotation von Tapsen ist auch da. Gehen wir wieder zurück ins Spiel. K
Makito muss jetzt weg, da die Molo hinter ihm gedroppt. Er muss jetzt nicht sein, mitnehmen. Ah, Makito ist schon da. Die Granate kommt auch gut. Guter Damage nochmal reingekickt. Die Zeit, die drängt. Die Zeit, die drängt. Die dürfen keine Bombe planten. Halt irgendwie den Frag auf. Oh, was passiert hier? Oh, Hyper schießt auch noch. Jetzt wird hier geplantet. Man schafft es doch gerade so. Oh, man ist durch mit 5 Leuten. Auf Timing ist allerfeinst, vom Allerfeinsten, meine Lieben. Und wir sind zu dritt und der Retake. Oh, aufpassen, aufpassen, Joko von hinten. Ui. Ah, zum Glück, Krimbo. Aber die AWP wird immer mit. Schade. Das war unglücklich. Und ein starker, wirklich starker Go von Heat. Da hat Big nur Tabs drüber geschickt. Das Problem war, ich glaube, sie haben gedacht, bei so vielen Sekunden will man jetzt wirklich nochmal Richtung B angreifen. Ist es so ein kurzer Fake und Kito konnte sie aufhalten. Dann rennen sie Richtung A. Das war so ein kleines Gambling. Aber am Ende war es halt der Full-B-Stack. Schade, dass halt der Damage wurde gemacht. Und Utility-Damage war gar nicht so schlecht von Tabs und Kito. Aber dass man da nicht... Hätte man da 2 Spieler rausgenommen. Ich glaube, dann wäre der Retake angegangen worden. Aber schwierig. Nicht die AWP noch verlieren. Zum Glück kriegt man sie durch. Geld hat man als Polster. Big geht in die nächste Runde. Heat kriegt einen auf den Zähler oben. Kriegen auch damit die Double Digits rein. 13 zu 10. Aber trotzdem. Waffen, Utility haben wir alles. Wir haben die Diffuse Kits. Es sieht noch gut aus, meine Lieben. Wir müssen noch nicht ganz schwitzen, aber so ein bisschen, ganz bisschen. Also wieder Daumen drücken, rein chatten gerne. Hypen für Big. Nicht nur den Caster überlassen, sondern auch ihr gerne im Chat rein spammen. Als Follower könnt ihr da das Logo reinhauen, wenn ihr Lust habt. Die freuen sich auch über jeden Support im Nachhinein. Und Krimbo holt sich Exercise auch wieder überraschend. Da kriegt der, oder hat er nicht mit gerechnet im Moment. Und wir haben erstmal den Vorteil auf unserer Seite. Nun geht's wieder auf die Banankontrolle. Hat man sich reingeflasht. Wir haben sofort gesehen, Tapsen, Kito müssen sich zurückziehen. Normale Situation hier auf Entfernen auf der Banane. Aber bleibt man cool. Utility ist noch genug da. Muss man bloß schön auf Zeit spielen. Und nicht zu schnell alles raushaben, hasseln. Oh, man will aggressiv wieder rangehen. Man will die Kontrolle wieder zurück. Und das ist gut eigentlich hier vom Timing. Jetzt sieht es richtig gut aus. Double Nate Richtung Wood. Und man trifft irgendwie Joko. Hype. Oh, der schießt gerade gegen die Mitte. Verschießt und wird rausgenommen von Real. Faven dafür aber. Unser bester Mann aktuell. Macht doch mal guten Damage. Und wir sehen die Rotation. Oh, gefährlich. Hat man sich komplett ausgespielt. Kito bleibt da. Kito bleibt da. Kito. Nein, Kito. Komm zurück. Oh, nein, 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 nein. Was passiert hier? Nein, zurück, zurück, zurück. Oh, der Execute. Der geht so schnell. Kito, nimm einen mit, nimm einen mit. Kito, du Maschine. Kito, was für ein geiler Typ. Jetzt muss es Tapsen machen, der fällt. Oh. Kito macht einen wichtigen Double Frag. Es ist ein 2 gegen 2. Krimbo und Faven. Krimbo an der AWP. Damit kann er auch umgehen. Der hat so Allrounder-Fähigkeiten, die Smoke. Irgendwas, komm, macht irgendwas. Okay, wir wechseln auf die M4, besser ist es. 26 Schuss, absmoken ist gut. Oh, beinahe geblockt worden von Faven. Jetzt kommen einfach durchpushen. Oh, 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 jetzt aber Gas geben. Jetzt müsst ihr ihn überrennen. Und oh, die Granate kommt natürlich gut. Low steht Lucky, der sieht mal los. Krimbo, wie hast du den denn bekommen? Krimbo die Fuse an und... Krimbo macht den zweiten und ich war auf Faven. Oh Mann, ey. So nervös bin ich selber gerade hier. Komplette Fehler, falsche Leute. Ich dachte gerade schon, Faven hat ihn geholt. Aber Krimbo, stark. Schöne Runde von Big. Schöne Runde von Kito in dem Fall. Boah, da hat man einen Tick fast zu weit übercommittet. Zum Glück hat Kito hier diesen Double Frag gezogen. So geil. Grüß dich, Gustl, mein Lieber. Danke, danke, danke. Palp. Das war Bombe gespielt von Heat. Relativiert es jetzt nicht. Es war richtig krass gespielt von Heat. Aber noch krasser von Kito. So muss man es betrachten. Viel mehr Positivität. Kito hat einfach das gerade zerlegt von Heat. Okay, die Smoke hat gefehlt. Aber das ist Pech. Wenn die zu lange brauchen, ist keine Utility mehr da. Ach, im Afterplant. Im Afterplant haben sie es auch perfekt gespielt. Aber Krimbo war einfach zu krass. Was soll man machen? So, nur so. Nur immer von der Denkweise rangehen. Immer nur so und alles ist geil. Einfaches CS. Geiles CS. Ja, perfekt. Haben wir das geklärt, Palp. Haben wir das geklärt.
So ist es, Krim einfach besser. Oh, jetzt überrennt man Kito. Mit der Tech 9 Co. Real mit dem nächsten Klick. Aber die Granate geht gut rein. Und Hype wird auch. Und Papsen kriegt die nächste Schelle. Was für ein krasser Go jetzt hier von Tiet. Nur Schellen gerade ins Gesicht von den Big Jungs. Der hat weh getan. Ah. Palp, Palp, du hast gejinxt. Die haben es gehört einfach. Die haben es gehört. Ich habe keine Ahnung, was sie gekriegt haben. Die haben alle nur kassiert. Keine Ahnung. Unnormal gerade. Sehr gut, Palp. So muss es sein. Wir müssen einfach beten. Jetzt hier wird Faven das Ding klar machen. Faven holt einen. Der holt das Momentum an für seine Jungs wieder. Macht den nächsten. Guck mal, Faven, gar kein Problem. Bleibt einfach weg. Wollt ihr wirklich euer ganzes Geld opfern? Nee, wollt ihr nicht. Siehst du? Seht ihr, die wollen kein Geld mehr opfern. Faven einfach zu krass gerade. So, jetzt weiter geht's. 14 zu 11. Big. Ja, ich wahrscheinlich eine Pistol Force zu der Hero Car. Vielleicht auch gar nichts. Wie viel Loser Bonus haben wir? Na, nicht gut. Also, ich, meine Lieben, nicht böse sein, aber ich glaube, es wird nur die AK geben. Vielleicht eine Granate noch oder so. Von Kito oder eine Deagle, das war's. Nächste Runde gibt's Waffen. Also, Daumen drücken. Vielleicht können wir nochmal so eine Zauberrunde hinlegen. Vielleicht macht Heat hier nochmal einen richtig dicken Patzer. Und man rastet aus. Aber wir gehen einfach auf Faven. Gucken, was Faven macht. Ist am A-Spot. Wo gehen die Zeros hin? Die wissen natürlich, das Geldmanagement wird natürlich ziemlich gut sein. Faven geht diesmal auf die Krimbo-Position, die wir vorher vor ein paar Runden gesehen haben. Neben ihm ist Krimbo sogar. Will vielleicht die AK auch noch aufheben, falls er die verlieren sollte. Exercise wartet auch schon unten, zielt ab. Könnte ganz gut kommen. Vielleicht jetzt gleich, wenn jetzt die Piste geht vor, zeigt sich. Molo kommt hinten, ist ganz gut. Jetzt Faven, musst du den Spieler finden, links von ihm. Unglücklich. Ich glaube, ich habe die gehört, aber Faven macht den Frag jetzt wichtig. Den zweiten kriegen wir natürlich gut, aber der andere, der, wo ist er denn? Der ist gar nicht da, ist gar nicht reingerotiert. Der AWP ist natürlich stark dabei. Krimbo an die AK noch verzögert. Das ist richtig gut von Krimbo. Richtig auf Zeit spielen. Aggressive Play von den CTs. Auf der anderen Seite, das ist richtig gut hier. Krimbo, du könntest jetzt gleich komplett die Hops nehmen. Warte, er verlässt sich mal durchlaufen. Wo ist die AK? Opa, da kommt schon. Oh nein, so unglücklich. So stark gespielt von Exercise. Muss man ihm lassen. Nimmt die AK mit. Dass sie nicht an Krimbo geht. Ah, verdammt. Aber Kito hat sie jetzt noch aufgehoben irgendwie. Wo auch immer eine Härte. Ja, Tapsen sucht auch noch. Vielleicht kriegt er noch einen Exit-Frag. Oder die irgendeine nach der Explosion der Bombe vielleicht noch eine AK zu bekommen, die irgendwie weggeflogen ist Richtung Kurz oder sowas. Wer weiß das schon. Tapsen sucht was. Eine AK ist noch zu bekommen, wäre richtig gut. Ja, die Flash nimmt man gerne mit, oder? Oh yeah, Baby. Schöne Flash. Ah, oh, wir sterben sogar zwei Spiele. Sehr schön. Tapsen stirbt auch. Leider, der Bombenrad ist wieder extrem erhöht auf Inferno. Aber okay. Also, Big kauft jetzt rein, denke ich mal, oder? Also, ja, was jetzt? Da kommen die Deutschen durch. Man will da nicht so ganz reinforsten, glaube ich. Ist noch zu wenig Geld vielleicht, um perfekt runter zu spielen. Er geht wieder nur so eine Half-Buy. Also, weiter geht's, meine Lieben. Kleiner Half-Buy, weil das Geld nicht voll gereicht hat, einfach für volle Utility und so. Man will es immer perfekt spielen, weil es ist einfach so. Manchmal ist einfach was Halbes, einfach nichts Ganzes. Wissen wir ja alle. Und dann, was machst du dann? Dann kommen die einfach auf den Spot. Du hast dich genug Utility aufzuhalten. Ist halt so wichtig. Hyped. Wird rausgenommen. Aufpassen, beinahe Damage gegen den guten Krimby. Kommt nochmal weg. Wir haben hier drei Mann A-Stack. Die Frage ist halt, wird Heat nochmal den A-Spot angreifen? Oder wird man hier gegen die 5-7 von Tapsen rangehen? Ja, ich schmeiß erstmal nochmal ein paar Smokes, will damit sie präsentieren. Aber vielleicht wird man auch genau das readen, dass halt hier die Smokes die Jungs hier von Heat dazu verleitet, doch Richtung B-Spot zu gehen. Ich hoffe, sie laufen in den Stack rein. Vielleicht kann Krimbo jetzt hier gleich an der Smoke was machen. Ist er noch an ihm vorbeigelaufen? Oh, hat ihn gesehen. Schade. Umgekehrt war es halt. Er hat nicht nach links richtig geguckt. Schade. Vielleicht kann Faven jetzt mal ins Gesicht drücken. Mit dieser Scout. Oh, Faven so close. Ah, auf der anderen Seite holt man noch Kito.
Schöner Anschluss von Faven. Aber ja, der Spot gehört das auf jeden Fall Heat. Man legt die Bombe 14-13. Meine Lieben, da wird Tabs nicht mehr viel machen können. Ich will die AK noch mitnehmen. Aber Makasin nicht mit ihm. Der safe diese AK. Ja, und jetzt geht's rein. Jetzt wird es doch langsam knapp. Jetzt muss man die Runde holen. Um 15-13 und am besten gleich direkt 16-13. Also ich will mehr Daumen sehen. Ja? Daumen drücken in dem Chat, meine Lieben. Und bleibt cool. Bleibt cool. Die Jungs machen alles richtig. Ich sehe hier eigentlich jetzt keine Probleme. Klar. Man kann nichts dafür, wenn man weggeschossen wird. Aber sie treffen auch sehr gut. Ich weiß, das Fanherz ist immer dabei. Aber alles gut. Drei Mann Push hier auf einer Banane ist vollkommen solider Play hier. Die Banane hat immer wieder dieser Dreh- und Angelpunkt auf Entfernung, genau wie die Grundlinie für die Information. Da ist ja auch schon wieder Faven da. Jetzt geht man einfach clean raus. Muss man aufpassen und zeigt jetzt hier. Man nimmt jetzt beide Spieler raus. Krimbo, Tapsen fallen einfach. Ah, ganz unglücklich. Und direkt geht's in den Safe. Direkt geht's in den Safe. Man ist auf dem Spot drauf. Damit hat man gar nicht gerechnet. Man ist ohne Granaten einfach ganz frech rausgelaufen, raufgelaufen auf den Spot. Oh Mann, jetzt hat man aber auch gerade ein bisschen Unglück dabei. Schade. Er hat leider noch das falsche Bracket. Gott, Banana. Ich schick die so rein. Weil es spontan gelaufen ist, das habe ich jetzt nicht eingerichtet. Entschuldige mich dafür. Hier ist einmal ein Bracket und hier ist ein Bracket. Hoffen wir mal, dass die Jungs überleben noch irgendwie. Kito, hau mal noch ein paar Dinger raus und nimm die AKs mit. Die Terrors greifen an, machen einen, machen die zweiten. Faven mit dem Frack. Jetzt muss man aufpassen. Wenigstens die AWP, bitte. Kito, Hype. Bleib mit der AWP am Leben. Bleib am Leben. Er verschießt. Nein. Man verliert alle Waffen. Das ist brutal. So ist es. Don't stop believing. Genau. Niemals aufgeben, meine Lieben. Immer dran glauben. Es geht immer weiter, meine Lieben. Wir können wieder so eine Pistole holen. Gute Granatendamage gegen Lucky und Exercise. Ich werde euch unterstützen, meine Lieben. Ich werde euch im Chat unterstützen. Nicht ihr unterstützt mich und die Jungs, sondern ich unterstütze euch. Wir werden einfach jetzt eskalieren hier. Wir werden die Jungs nach vorne pushen. Tapsen, Faven, Kito, Hype, Krimbo. Ihr macht das. Gönnt euch ein paar Snacks jetzt hier. Einfach mal wegdrücken. Würde ich mir sehr wünschen. Bisher war das Spiel auch definitiv besser. Wir gucken mal rein. Hyped. Genauso wie Faven. Faven hier so ein bisschen am Gamblen hier mit dieser Mollo. Ja, man hat ein paar Spieler gesehen, aber nichts kommt. Muss ich rotieren. Man weiß alles. Man weiß alles. Wunderbar jetzt hier gerade Situation. Man kann wieder absmoken. Vielleicht sollte ein Spieler rüber rotieren. Komm, Krimbi. Geh rüber. Oder halt Faven. Smoke nochmal ab und rotiere. Oh, da kommt nochmal eine Execute Smoke. Es wird aber nachgesmoked. Das heißt, man kommt da erstmal nicht durch. Man muss trotzdem zusammen irgendwie das Kreuzfeuer hinbekommen. Das wäre so gut. Oh, nice. Komm schon, Hype. Komm, Faven. Gönnt euch. Krimbo bleibt richtig stabil. Guck mal. Ganz clean. Da kommt niemand durch. Jetzt ziehen sie sich zurück. Jetzt geht man. Nein, 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 nein. Bleibt da. Ja, sie wissen es halt nicht. Jetzt kommt nochmal die Smokes. Hype geht rein. Vielleicht in eine. Es wird vielleicht Richtung, es wird Richtung B-Spot gespielt. Oder in Kombination Richtung A-Spot. Krimbo macht den Frag. So wichtig jetzt hier im Moment. Kann Krimbo noch einmal? Krimbi! Er macht den Double. Geht in die Smoke wieder rein. Und jetzt kann man hier vielleicht was machen. Krimbo mit dem Damage. Kommt schon. Daumen drücken. Es ist machbar. Der Bombenblend geht durch. Wir haben das 3 gegen 3. Irgendwelche Pistol-Klicks. Kommt schon. In die Gesichter. 20% bei Real. Nichts mehr. Nichts mehr. Kommt schon, Baby. Gönnt euch. Das kann die Füße, du musst langsam angreifen. Oh, fällt einfach Real mit dem Double. Schade.
Aber es war doch mal ein Aufflammen, meine Lieben. Es war ein Aufflammen. Die haben selber auch nicht aufgegeben. Es geht weiter. Overtime, Mann. Overtime muss es halt sein. Vielleicht kann man auch irgendwie die AWP bekommen. Ah, schade. Wenn man jetzt verlieren würde, dann wäre der Qualifier vorbei für Big. Würde ich mal meinen. Es gibt kein Lower Bracket. Leider. Das heißt, am Montag und Dienstag gibt es dann wieder einen Qualifier. Und da wird er dann wieder gespielt. Und da wird dann wahrscheinlich Big, gehe ich mal von aus, ja, antreten. Also, jetzt aber alles geben, meine Lieben. Ab in die Overtime retten. Vollgas. Richtig fokussieren. Man hat kein Defuse-Kit. Also, es ist vorher beenden. Vor dem Plant, meine Lieben. Vor dem Plant die Spieler rausnehmen. Wir wissen alle, dass Big das kann. Sie sind taktisch auf ganz, ganz hohem Niveau. Aim-technisch auch. Und Kito und Co. muss ich einfach nur visualisieren. Kito wird verfehlt. So wichtig. Damit verlieren wir hier keinen Spieler. Und die Banane kann man so ein bisschen anspielen. Aber es ist trotzdem nicht so leicht. Die Granaten kommen rein. Kito wird verfehlt. Zum Glück. Alles gut, meine Lieben. Alles gut. Und Makasin holt sich aber dafür Hype in der Mitte. Unglücklich. Und Faven kommt gerade noch so weg. Man ist einfach hinterhergeschlichen. Man hat, glaube ich, Faven gesehen. Krimbo mit dem guten Frag. Molot wieder direkt ab. Also kann man natürlich hinterher pushen. Kein Refrag gegen Krimbo. Noch eine Granate rein. Rotation von Tabs ist auch schon da. Man smoked ab. Support Flash für Alang. Man muss trotzdem aufpassen. Wir haben Kito, der sehr passiv ist. Das heißt, Kito... Ja, doch, Tabs macht es sehr richtig. Rotiert sofort wieder zurück. Der hat, ey, der, wie viel Kilometergeld hat er bekommen mittlerweile? Wer ihn auf Instagram verfolgt, der ist immer beim Fitness. Wenn die Ingame-Schritte zählen würden, meine Lieben, das wäre Hammer, aber. Dann wären wir alle ganz schlank. Und jetzt 20 Sekunden. Es muss eigentlich theoretisch der B-Spot werden. Denkt man jedenfalls, aber ist es nicht. Es ist der A-Spot. Jetzt ist es hier der A-Spot, meine Lieben. Die Bombe ist schon da. Es sind noch 15 Sekunden. Bitte, Krimbo, mach direkt den Double Frag. Richtung lang. Komm schon, Krimbi. Und er kriegt direkt auf den Sack. Das heißt, es muss Faven machen. Faven, bitte, halt den Planter auf. Faven raufpushen, was auch immer. Nein. Es ist ein 2 gegen 3. Afterplant. Bitte, Jungs. Tapsen, Kito. Ohne die Fuse geht. Ihr müsst Gas geben. Es ist so bitter jetzt gerade. Wir müssen belieben. Zauber, Tapsen, Zauber, Kito. Hat den ersten Spieler gesehen, oder? Hat der Lucky gesehen, oder nicht? Oh, Step wurde gemacht. Die AWP guckt. Boah, das war's. Schade. GG, well played. Man verliert leider 16-14. Ganz, ganz knapp. Ganz knapp. Da kannst du nichts gegen machen. Aber es gibt einen neuen Qualifier, meine Lieben. Also, weiter belieben. Der nächste Qualifier ist Montag und Dienstag. Da wird man reingehen und wahrscheinlich auch wieder reinkommen. Also. Beliebt. Weiter. Drückt die Daumen. Gibt positive Vibes raus. Auf jeden Fall. Sieht war am Ende einen Ticken besser. Also. Ja, in dem Sinne. Schön, dass ihr da wart. Danke für die ganzen Follows. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder. Vielleicht beim anderen Cast. Keine Ahnung, ob ich Big übertragen werde wieder. Vielleicht gehe ich spontan rein. Aber ich denke, Frankfurter Typ wird dann hier übertragen, falls es da nichts anderes gibt. In dem Sinne, macht es gut. Habt einen wunderbaren Abend. Tschüss und ciao aus Berlin. Aus meinem Keller. Rap-Keller. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht es gut. Euer Albi. Ciao, ciao.